Ich weiß nicht warum, aber in Yu-Gi-Oh! JX entschied man sich in der dritten Staffel dazu, die Show in einen Bodybuilding-Contest umzuwandeln. In der dritten Staffel von Yu-Gi-Oh! JX bekamen wir mit Jesse, Jim, Axel, Adrian und Professor Viper einige neue Duellanten dazu. Und abgesehen von Jesse, der ohnehin etwas feminin designt wurde, sind die alle komplett buff! Ich kann das irgendwo verstehen, ich meine, es ist ein Shonen, aber Bro, es geht um ein Kartenspiel! Die machen den ganzen Tag nichts anderes als Duel-Monsters zu spielen! Ich spiele schon fast mein ganzes Leben lang Yu-Gi-Oh! Nach der Logik müsste ich aussehen wie Dwayne The Rock Johnson.